Okay Leute, ich habe aus Versehen die Truhe angesprochen, aber nein, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Im letzten Part haben wir die magische Karte zu Professor Gumbart gebracht, er schickte uns in die Katakomben und nun sind wir bei dieser schwarzen Truhe, die verdächtig ist. Oh, du hast einen Schlüssel? Danke, du Held, mein Retter. Soll ich mir echt geben? Ich weiß nicht. Ah, danke. Du Narr! Violett. Ich hab dich reingelegt. Niemand wird dir helfen. Im Gegenteil, die Rache für eine lange Qual in dieser Kiste ist ein fürchterlicher Fluch, den ich über dich verlege. So sei denn verflucht. Damit bist du verflucht. Selbst schuld, Eiernase. Er ist eine Kartoffel. Also, hör mir zu. Ab jetzt wirst du ein Morgenschatz, ein Papierflieger, wenn du Y drückst. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Von nun an wirst du mit einem fürchterlichen Fluch leben müssen. Wie schrecklich. Aber da bin ich so da. Aber du bist so da. Was? Aber da bist du da. Was werde ich dir sagen, was du im schlimmsten Fall tun musst? Betrachtest du eine solche Rampe. Er strahlte Boden im Zeichen meines Fluches. Siehst du, drückst du Y, fährst du dich zu einem Papierflieger zusammen. Ich bin ein bisschen crazy, oder? Du kannst einen Flug steuern, indem du nach rechts oder nach links ziehst. Oh mein Gott, ja. Wenn du es geschickt anstellst, kannst du sehr weit fliegen. Hast du bestimmt, was mein fürchterlicher Flug an dir aussieht? Na klar. Wenn du das B drückst, wird der Flug von dir genommen. Merk dir das. Nun, lebe wohl, Luna. Okay, das war strange. War immer eine Stimme. Was war denn das für ein seltsamer Geist? Ich weiß es auch nicht. Ich hab Angst. Ist er noch da? Nee, sieht nicht so aus. Naja gut, wir können jetzt fliegen. Das ist ein Fluch, obwohl es ja eine Gabe ist. Ja, wir sind in Paper Mario und wir können jetzt... wir können fliegen. Yeah, look, schau. Looky, looky machen. Yeah, wish. So, genau vor der Tür. Perfekt. So, hier sehen wir. Kurz vor dem Äonentor. Mario, Gumbrina, seht euch das an! Das ist das Eonentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick! Also die Legende war, wie soll es näher herangehen? Da ist ein Podest oder etwas in der Art, wofür mag das so gut sein? Ja, einfach mal ausprobieren, oder? Einfach draufstehen, yeah! Jeder da unten bleibt. Hast du... Oh mein Gott, Mario, was hast du angerichtet? Mario macht Graffiti. Nicht schön. Herr Professor, was war denn das? Marios Bauch leuchtet. Die Karte erscheint aus dem Nichts. Mir fällt gerade auf, wo verstaut Mario überhaupt seine ganzen Items? Hat er keinen Koffer oder einen Rucksack oder so? Das ist alles in der Hose? Die ganzen Pilze? Oh Gott. Na egal. Jetzt kommen erstmal coole Effekte. Weißer Bildschirm und die Karte erscheint. Während und da ist der erste, das erste Sternjuwel. Das Schloss, yeah. Da ist das Diamant-Sternjuwel, sofern ich weiß. Bamst! Boah! Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Zusätzlich erlernt Mario die Sternattacke Sternfeld. Yeah! Mit dem Sternjuwel des Mario erlernt eine neue Sternattacke. Yay! Und es wird wieder dunkler. Dunkler, was auch immer. Herr Professor, die Karte! Und dann dieses... ja, sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Als ob Mario das verstehen würde. Und jetzt das Leuchten nehmen, es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kraft erhalten. Auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Oh yeah! Oh yeah! Weil Mario das nicht kann. Er ist ja nur ein Klempner. Nichts diskriminierend gegen Klempner. Sorry, guys. So ist das also. Hast du mir verstanden, Herr Professor? Selbstverständlich, du denkst an den leuchtenden Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternattacke zu bedienen. Einer Sternattacke? Und bevor ich lange Erklärung geben würde, würde ich es lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Klar.
Gut, hier ist es zu eng, wir sollten nach draußen gehen. Ja, yeah, wir kämpfen gegen Gumbard. Er hat 0 HP, 0 Angriff und 0 Defensive. Schau dir die nächste Leiste an, auf die Channel die ganze Zeit. Ja? Was ist damit? Wow, 1. Ein Ball. Und dieser Leiste ist ein Punkt, das bedeutet, dass du, wenn man genau eine SE hast, du fügst also momentan über eine Sterne. Eine SE-Sterne. Oh Gott. Nintendo. Und wenn du die Sternenergie hast, kannst du die der Sternattacke benutzen. Die Sternattacke im Stern fit erfüllt KP und PP auf. Lass es uns ausprobieren. Yeah. Und ich finde echt cool, dass es mal von Paper Mario 1 zu 2 mal so coole neue Attacken gibt, also Sternattacke. Weil ja, da konnte man ja nichts machen. Und hier kann man. Ja, so ein bisschen vergiftet. Ja. Yeah. Damit kann ich nicht mehr. Was soll ich sagen? Umwerfen und naja, muss halt ein bisschen warten. Und naja. Ich sollte jetzt aufpassen, weil es kommt gleich wieder ein Pilz. Ja, da ist er. Ach, will die Blume noch. Ah, schade. Aber hey, wir haben so viel aufgefüllt. Yeah, und keine Sterne gibt mir. Oh, ne. Da du noch eine SE verbraucht hast, bist du keine Sterne gibt mir. Schau dir mal die Leiste an, den wir. Ja, ja, ich weiß. Null. Wow, das muss noch hervorgehoben werden. Wow. Der Trick ist, du kannst neue Sterne sammeln. Und hier kommen die Zuschauer im Publikum ins Spiel. Ein Hammer, Bruder. Ein Hammer, Bro. Und die Zuschauer sich gut amüsieren, also Sternenergie. Also Mario und Gumbina, versucht doch einfach mich anzugreifen. Oh, mit dem größten Vergnügen, Prof. Mit dem größten. Ja, verdammt, zu spät. Sehr gut. Das hat den Zuschauern gefallen und sie haben ein wenig Sternenergie erhalten. Wuhu, yeah, ja. Ole, meine Fresse, das ist spannend. Ich hau dir so ins Auf. Ich hau dir die Brillengläser kaputt. What? Wieso kann ich nicht cool machen? Ich hab's genau richtig getimed. Sehr gut. Ich hätte halt nicht mehr das Sterne, aber der andere ist da. Oh mein Gott. Ja, 16 Zuschauer. Wundervoll. Ich glaube, hier kann ich gar nicht timen. Nee. Timen geht echt nicht. So, mach jetzt darfst du Bingo spielen. Also, ja, okay. Bingo. Ja, wir haben es gesehen. Du hast schon die Weizen. Nun hast du da, du darfst Bingo-Slot machen. Ja, ja. Und los, man gewinnt so oder so. Bingo, und der GameCube-Controller vibriert wie nix. Ja. Volles Publikum, volle HP, volle BP und volle Scheinenergie. Wundervoll. Sehr gut, du hast drei gleiche Symbole. Wenn du drei gleiche Symbole hast, erhöht sich die Anzahl der Zuschauer. Außerdem werden je nach Art des Symbols KP, BP oder SE aufgefüllt. Oh yeah! Aber für alle drei Giftpilze zu bekommen, sonst passiert ein Unglück. Ja, ich glaube, man bekommt die Hälfte HP weg oder so. Ah, also je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sterne kannst du bekommen. Außerdem kannst du auch mal deine Showanlage der Sterne erhöhen. Das sollst du dir wirklich gut merken. Mario, achte auf deine Zuschauer in der letzten Reihe. Oh mein Gott, hat der Hammer! Du Arsch! Was machst du in der letzten Reihe vor, was du noch in der dritten? Das ist ein Hammer, der will dich angreifen. You die! Wenn die Zuschauer jetzt nach dir werfen, dann hast du Schaden. Drücke X und den Angriff zum Vorlauf zuvor gekommen. Ja. Eins auf die Mütze! Okay, wir hauen unsere Zuschauer, das ist natürlich nicht schön, aber naja, Hater halt. Genau. Mit X kannst du vermeiden, von einem Zuschauer angegriffen zu werden. Aber andere Zuschauer werfen dir nützliche Items oder Münzen zu. Die sollst du natürlich auch angreifen, nein, nicht angreifen. Das wäre vorerst alles, was ja. Geh wieder zurück ins Haus. Nein, endlich. Wir haben Gumbard. Nein, ich bin gerade bezwungen. Dann kommen wir zum Wesentlichen, der magischen Karte und des Sternjuwelen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das Eschsternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Ja, 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 sag mal rein. Denn der Name Feuertal ist mir schon das öfter in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? Der Katoums hat es eine Röhre gegeben, die direkt dorthin führt. Übrigens, Mario, wo hast du eigentlich diese Karte? Aha! Fort Possession Peach? Sie hat dir die Karte geschickt? Kennst du wenigstens Peach? Sieht die Prinzessin nicht unter uns schon etwas so aus? Ja, ungefähr, ja. Ich wusste es! Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe mir etwas über die Sterne gewählt, nur das. Ah, oh, verdammt, mein Screen wird schwarz.
Moment, sorry guys. Also, ich habe ja etwas über die Stände und das Feuertal erzählt. Oh yeah! Vielleicht ist ja wieder. Wieder erwarten, doch allein ins Feuertal gegangen. Kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens in der Stadt fragen auch Salz oder Salz. Und so, so interessant. Vielleicht haben die etwas mit den Prozessen zu tun. Also gut, ihr beide bricht sofort ins Feuertal auf. Wenn es sich die Prinzessin tatsächlich die dort begeben soll, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Steinen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Ja, die Karte bekommen wir zurück. Ja. Yeah. Und sie kommen sich nicht mit, Professor Gumball? Bitte nicht! Ich versuche etwas mit den Prinzessin, um diesen seltsamen Typen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre für einen alten Herrn nämlich doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Ja. Ja, wir können endlich gehen. Yeah. Auf nach auf zum Feuertal. Juhu. Einen Moment noch. Hm? Mingo! Ein Orden. Power, power. Oh yeah. Mario, nimm das mich auf den Weg. Das ist ein Orden. Und könnt ihr gute Dienste erweisen. Wenn du diesen hier trägst, kannst du deinen Gegnern größeren Schaden zufügen. Aber unwirkend nur, wenn du sie auch trägst. Möchtest du irgendwie meine Orden dann ablegen? Nö. Bist du sicher? Du darfst es bisher noch einmal probieren, willst du? Nö! Jetzt brauchst du BP und Blumen. Du musst im Kampf also nicht nur auf deine KP, sondern auch auf deine BP achten und dann wieder essen und so scheiße. Oh mein Gott! Und ich hoffe, ihr werdet die Ruhe aus dem Feuertal ohne Probleme finden. Ja. Kusch, kusch, weg mit dir. Kusch, kusch, yeah. Ja. Wir können jetzt Ohren anlegen, yeah. Ohren, power. Huhu. Yeah. Okay, jetzt gehst du erstmal in den Laden. Weil ich brauche mal ein bisschen Items und so. Ja, boah, Mann, ich hasse diese blöden schwarzen Ladenseiten hier. Hallo, Maus. So. Hallo, hallo. Ja, Feuerblumen. Ja, hallo, hallo. Ja, Rabattpunkte. Ja, ja. Nein! Viel Spaß mit dieser. Okay. Ja. Eine Feuerblume. Ja, danke. Und ein Sirup. Jo, danke. Ja, einen Pilz habe ich noch. Gut, jetzt schaue ich mal, ob der Online schon offen ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich denke schon. Obwohl, es ist noch nicht 11 Uhr bei mir, es ist erst ungefähr 10:30, also, oh mein Gott, es ist jetzt 10:30 Uhr morgens, was mache ich da? Wieso Let's Play, schon so früh, oh mein Gott, ich konnte nicht schlafen. Klar, okay. Also, weiter. Ja, er ist offen, cool. Wir können hier Orden kaufen. Novitenmütze, die BP-Segen, Champ-Brosche, Anti-V-Hieb und der Powersprung. Dieser Hieb umgeht die gegnerische Verteidigung, ziemlich praktisch, aber erst ziemlich später im Spiel, weil momentan hat der passierte Gegner eine 0 oder 1 Verteidigung. Der BP-Segen-Maus angegriffen, sinkt um 1, aber bei jeder Attacke holen sich seine BP um 1. Ist jetzt nicht gerade der Bringer. Action-Kommando ist einfacher, aber weniger Sternenergie. Das ist schlecht. Die Champ-Bosche, Action-Kommando schwerer, aber mehr Sternenergie, okay. Und der Powersprung. Mit diesem Sprung zeigt Mario gegen, was eine Hake ist. Sehr schön. Und wir gehen mal zum Laden. Ich grüße dich. Sei willkommen vom ganzen Herzen. Endlich. Lang habe ich auf dich gewartet. Also, was kann ich für dich tun und kaufen? Welche Nahrungssoße denn? Andere. Wir können jetzt andere kaufen, und zwar Fortuna, wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden dem Mario leider halbiert. Oh yeah. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden dem Partner leider halbiert. Blumen singen. Die Bibel regnet sich langsam während des Kampfes und Superstar. Mehrere Sterne gehen nach Marios Schwimmanlage. Ja, momentan noch keine super guten Orden, also schauen wir mal später hinein. Also man sollte eher den Laden immer wieder neu durchforsten. Und ja. Leute, das war's noch für diesen Part. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Mario 2, wenn wir nach Feuertal aufbrechen und naja, so noch so einigen Quatsch machen. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!